So, du hast dem Sheriff also erzählt, dass du zu Fuß nach Nebraska gehst. Genau, um dort meine $1 Million abzuholen. Das ist Woody Grant. Die Gewinnsumme von $1 Million geht an Woodrow T. Grant, wohnhaft in Billings, Montana. Das ist sein Sohn. Du hast gar nichts gewonnen. Das ist Betrug, eine Masche. Also lass das bitte sein, ja? Mir rennt die Zeit davon. Das ist seine Frau. Ich wusste gar nicht, dass der alte Bock überhaupt Millionär werden will. Das hätte er sich mal ein paar Jahre früher überlegen und dafür arbeiten sollen. Wie lange hat er denn noch? Und es tut doch keinem weh, wenn man ihm diesen Traum noch für ein paar Tage lässt. Das ist seine Familie. Die ganze Stadt redet nur noch von Woody. Warum hast du uns nicht gesagt, dass du reich bist, Woody? David wollte das nicht. Hast du es hier? Ja, wir würden gern sehen, wie so eine Million aussieht. Und das ist das Problem. Heiliger Strohsack, Woody Grant ist Millionär! Die nächste Runde geht auf Woody. Wenn Woody jetzt reich wird und ich nichts davon sehe, wäre das falsch. Heißt das, du willst meiner Familie drohen? Alle reden davon, dass Woody Grant jetzt Millionär ist. Ach, halb so wild. Halb so wild? Ach je, eine Million hier, eine Million da. Die Zeitungen machen eine Riesengeschichte darüber. Ehrlich, kein Witz. Woody hat nichts gewonnen. Du bist ein verdammter Lügner. Okay. Hey, es reicht. Komm, trink ein Bier mit deinem alten Herrn. Sei ein Mann.